weiter. So, hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es wieder mal um Battlefield 1. Und zwar möchte ich euch heute den Behemoth bzw. Char 2C vorstellen, der größte und stärkste Panzer damals war. Tatsächlich gibt es auch im Internet etliche Informationen über den Panzer. Es war auf jeden Fall ein französischer Panzer, der 1917 geplant, allerdings erst nach dem Ersten Weltkrieg gebaut wurde. 1922 wurde er ausgeliefert und war lange Zeit am besten gepanzert, also der beste Panzer der Welt sozusagen. Er war mit einer 75mm Kanone und 4 Maschinengewehren ausgerüstet, die ihr auch später im Video an den Seiten sehen werdet. Ein MGS über eine 155mm Kanone, die hinten montiert ist. Dann hat der Panzer 12 Meter Länge und ein Gewicht von 68 Tonnen zu schleppen und dadurch war er fast doppelt so lang und mehr als doppelt so schwer wie der deutsche A7V. Außerdem ist es so, dass er 7 Treibstofftanks hat und 1260 Liter Kraftstoff mit sich führt. Das reicht dann für 150 Kilometer Reichweite. Eigentlich relativ interessante Daten, wenn man mal bedenkt, dass der ja 1917 erst geplant wurde und 1922 erst ausgeliefert wurde. Also zu dem Zeitpunkt war das, denke ich, schon eine Herausforderung, so einen Riesenteil zu bauen. Und vor allen Dingen auch eigentlich verrückt, was die Menschen sich damals dann eigentlich schon ausgedacht haben, um eben Krieg zu führen. Also das ist wirklich, ja, eigentlich krank, kann man sagen. Aber na gut, ich meine, Battlefield kann man natürlich auch drüber streiten, ob das Spiel gut oder schlecht ist. Es ist natürlich ein Kriegsspiel und es ist natürlich nicht für jeden, das ist ganz klar, das muss man auch so sehen. Es gibt natürlich welche, die sagen, oh, ist nicht schlimm und so und gut, aber in echt, glaube ich, denke ich, will da keiner mit was zu tun haben. Ja, also ich denke, die Meinung und Geschmäcker sind da auch verschieden. Ich spiele eigentlich nur Battlefield, weil es mir halt irgendwo Spaß macht. Ich bin halt eher so ein Fahrzeugtyp. Das kennt ihr ja auch schon aus meinen anderen Videos. Und das sieht man halt auch öfters, dass ich dann halt im Panzer unterwegs bin oder in Flugzeugen. Oder halt in Battlefield 4 in Helikoptern, je nachdem, was es halt alles für Möglichkeiten gibt. Ein reines Battlefield, in dem nur Infanterie vorkommt, fände ich jetzt ein bisschen langweilig. Weil ich finde, Abwechslung ist immer gut, also das muss auch vorhanden sein. Und ja, das hat man auch bei Battlefield und deswegen macht mir das eben auch so viel Spaß. Und jedes Mal passiert natürlich was anderes, also die Szenen sind ja nie gleich, weil man spielt ja gegen andere Online-Spieler, also da passiert wirklich wirklich krasser Shit und deswegen liebe ich das Spiel eigentlich auch wohl. Aber es ist natürlich auch sehr darauf ausgelegt, dass man eben zusammenspielt, was, finde ich, in Battlefield 1 noch ein ganz großes Problem ist, weil ganz viele wissen gar nicht, wie man wirklich spielt. Die haben vielleicht jetzt mit Battlefield 1 angefangen und haben davor noch nicht Battlefield 4 oder Battlefield Hardline oder was gespielt. Das fängt halt beim Versorger schon an. Jemand läuft als Versorger vor dir rum, du hast keine Munition mehr,
schreist ganze Zeit, ja, du brauchst Munition, aber die reagieren gar nicht. Genauso wie die Sunnies. Die können dich wiederbeleben und solche Sachen. Also, wenn das so ist, besonders bei Eroberung, ist das auf jeden Fall ein Riesenproblem, weil man davon ausgehen kann, dass die Runde durchaus durch solche Fehler eben kaputt geht. Das heißt, dass man halt verliert, weil die anderen dann mehr Tickets einfahren, während wir halt ständig dann respawnen müssen und eigentlich dadurch früher oder später einen Nachteil haben. Ja, hier seht ihr, jetzt fange ich eigentlich erst an, richtig hier zu reden. Hier seht ihr jetzt hinten diese 155mm Gun. Das ist quasi ein extra Haus, sozusagen, wo dieser Gunner drin sitzt. Und der guckt natürlich, was hinter dem Panzer und an den Seiten alles passiert. Genauso hört ihr aber auch, dass an den Seiten eben diese MGs dran montiert sind. In der Außenansicht sehen wir die nachher auch nochmal. Weil hier habe ich es jetzt nicht geschafft, der Fahrer zu sein, aber bei dem nächsten Match, was ich aufgenommen habe, da ist es so, da bin ich der Fahrer und da werdet ihr das auch sehen, weil hier kann ich jetzt momentan nicht in die Außenansicht wechseln und deswegen sieht es auch so eingeschränkt aus. Ja, eingeschränkt ist gut. Diese 155mm Gun, die kann man auch gar nicht so extrem gut bewegen. Also das ist alles sehr begrenzt, aber trotzdem denke ich, kann man dadurch auch wenn das jetzt nicht so ein großes Feld ist, in dem wir uns bewegen können, kann man durchaus Schaden austeilen, was man ja auch sieht. Kommt natürlich auch ein bisschen immer drauf an, wie der Fahrer eben fährt. Ich hatte neulich auch eine ganz krasse Runde und da war ich auch eben dieser Gunner und der hat diesen Behemoth beziehungsweise Char 2C hat der einfach in die Gräben gefahren und ja, dann war der Panzer sozusagen, der hat sich festgefahren, ja, und dann ging der Panzer natürlich schnell kaputt, weil natürlich alle gekommen sind und drauf rumgeballert haben, wie die irgendwie. Das ist natürlich ein bisschen traurig, aber ja, passiert halt. Es können ja auch nicht alle im Battlefield 1 gut sein. Ja, und hier die Runde. Weswegen bekommt man eigentlich den Behemoth? Das ist ganz einfach. Je nachdem, ihr seht jetzt hier die Tickets. Auf der linken Seite seht ihr, dass wir 700 Tickets haben, während der Gegner jetzt gleich gewinnt mit 1000 Tickets auf der rechten Seite. Und immer wenn die Ticketzahl niedriger ist als bei dem Gegner, dann ist es so, dass nach einer Zeit eben dieser Behemoth spawnt und das soll einfach dazu dienen, dass man noch eine gewisse Chance vielleicht hat, das Spiel doch zu gewinnen, weil sich natürlich auch viele dann auf diesen Behemoth Panzer hier konzentrieren und natürlich kann man auch mit dem Ziele einnehmen, aber es ist halt wie gesagt schwierig. Da muss man schon wirklich gut aufpassen. J'ai vu un bombardier ennemi.
Tja, leider hat es nicht mehr gereicht, auch wenn wir den großen Panzer jetzt am Schluss hatten. Aber das ist, wie gesagt, natürlich auch auf die auf das Zusammenspiel allgemein bezogen. Also man kann davon ausgehen, dass es daran halt gelegen hat. Soldat da drüben. Man sollte halt immer im Squad spielen, man sollte, wenn man mit Freunden jetzt zum Beispiel zusammenspielt, halt auch gucken, dass man über eine Party sich verständigt, dann läuft vieles einfacher. So, jetzt sind wir aber hier am längeren Hebel, würde ich mal sagen, weil hier habe ich nämlich jetzt den Behemoth. Und wie ihr seht, wir können über die ganze Map hier einfach ballern, das ist einfach gigantisch. Wo schieße ich da eigentlich hin? Ich schieße in die Richtung, wo ich eben was sehe, und ich spotte natürlich auch. Wenn ich spotte, dann werden natürlich die Gegner auch markiert. Und dann weiß ich auch ungefähr, wo ich hinschießen muss. Das ist bei mir schon so eine Gefühlssache geworden. Das heißt, ich schieße eigentlich aus reinem Gefühl. Und meistens klappt es eigentlich ganz gut. Dazu muss ich aber auch sagen, dass ich ja auch schon Battlefield 3 und 4 und Hardline gespielt habe und da sozusagen auch schon ein bisschen so ein Gefühl entwickelt habe. Ja, hier habt ihr auch gerade gesehen und ihr hört es auch, dass hier an den Seiten natürlich diese MGs sind. Das sind alles andere Spieler. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viele da reinpassen. Ich glaube, 6 Leute passen da rein. Ja, einmal der Fahrer, das bin ich momentan, der auch diese riesen Kanone hat. Je nachdem, was für ein Panzer das ist, es gibt einige Panzer, die können wir mit 2 Schüssen sozusagen ausnocken. Und das finde ich eigentlich relativ interessant. Natürlich, guckt euch mal das Kanonenrohr an, da kommt schon ein bisschen was raus. Ich hatte das neulich erstmal, da habe ich das einfach mal versucht und ich wurde da halt auch mit, ja, 2 Schüssen ausgenommen. Instant. Was mache ich jetzt eigentlich? Ich stehe hier und balle halt rum. Weil ich fahre nicht zu den Checkpoints. Ich möchte mich da nicht festfahren, weil bei den Checkpoints ist mir einfach viel zu viel los. Das müsst ihr auch selber für euch entscheiden, aber wenn bei den Checkpoints irgendwann die ganzen Leute, die ganzen Gegner, wenn die da sich alle dann erstmal versammelt haben, dann kann es natürlich auch schnell zu Ende sein hier mit unserem Behemoth. Und mein Ziel ist es natürlich immer, wenn ich einen Panzer habe oder ein Flugzeug oder ein Heli oder sonst was, dass ich den möglichst lange behalte und damit möglichst viele Kills erziele. Meistens klappt es auch ganz gut, aber man muss natürlich wissen, was man macht, wie man vorgeht und naja, wie man sich halt positioniert, ne? Und natürlich ist es auch ganz wichtig, dass man grundsätzlich ganze Zeit eigentlich nur die Spotten-Taste drückt. Das kann ich euch auch nur empfehlen. Das hört ihr auch selber immer, dass mein Spieler immer sagt, Sanitäter hier, Sanitäter da, hier ein Versorger oder ein feindlicher Speer oder eben hier Sturmsoldat. Das ist ganz wichtig, weil nur so könnt ihr den anderen Leuten natürlich auch sagen, wo die Gegner sind. Das ist wirklich das A und O, sage ich mal, im Battlefield. Ja, und denk mal, wir werden jetzt zwar hier auch verlieren, aber ihr seht auch, dass ich relativ wenig Schaden habe bei dem Panzer momentan, weil also, oh, der war nice. Der war noch nicer. Es gibt natürlich auch hin und wieder Leute, da dauert es keine 5 Minuten und dann ist das Ding kaputt. Da muss ich sagen, darüber reg ich mich schon etwas auf, weil das ist wirklich ein bisschen traurig. Aber gut.
kann ja auch nicht jeder Profi sein. Ich bin auch kein Profi, das will ich damit nicht sagen. Aber ich weiß halt so ein bisschen, wie Battlefield funktioniert und ja, ich mache mir dadurch natürlich das Leben auch ein bisschen einfacher. Und natürlich von meinen Teamkameraden. Ja, hier vorne ist auch eine Brücke. Das verstehe ich auch nicht so ganz. Also das ist cool, ja. Viele fahren mit diesem Behemoth dann auf diese Brücke. Und ja, manchmal kommt es rüber, manchmal nicht. Weil dann die Brücke einstürzt und man landet unten. Ich weiß gar nicht, ob der Panzer dann instant kaputt geht. Ich will es gar nicht ausprobieren, aber ich mache das auf jeden Fall nicht. Solange ich hier Gegner sehe und solange hier um mich herum an den Checkpoints was los ist, reicht es völlig aus, wenn man dann auf die Gegner so wie hier eben drauf schießt und seinen Leuten eben hilft. Und momentan ist es halt auch so, dass gegnerische Panzer auch gar nicht gegen mich kämpfen wollen, weil... Also so ist es zumindest bei mir auch. Ich meide natürlich dann den Sichtkontakt mit diesem Behemoth, weil ja, das kann natürlich schlecht enden dann sozusagen für die Gegner. Und deswegen greifen mich auch selten jetzt Panzer natürlich an. Man muss natürlich auch ein Auge dafür haben, ne? Also man kann natürlich nicht einfach so rumballern. Also man muss auf jeden Fall die Augen aufhaben und relativ wachsam sein. So, jetzt wurde hier mein Kanonenhaus sozusagen zerstört. Das wird jetzt gerade repariert. In der Zeit kann ich nichts machen. Was ich aber machen kann, weil es jetzt hier ein bisschen weil hier jetzt ein bisschen viel Action abgeht, fahre ich jetzt erstmal ein bisschen zurück wieder. Ja, dann sollen sich erstmal die anderen drum kümmern. Jetzt habe ich wieder meine Kanone. Und jetzt kann ich auch weitermachen. Aber wie gesagt, zieht euch, wenn ihr zu viel einsteckt, auch bei den normalen Panzern immer zurück. Weil bei den normalen Panzern könnt ihr natürlich auch reparieren. Und ja. Geht aber nur, wenn nicht durchgehend auf euch geschossen wird. Ah, jetzt ist auch das Spiel gleich vorbei, sehe ich gerade. Aber immerhin wurden wir jetzt auch nicht zerstört. Ich habe wohl meine Kills hier gemacht. Ja, manchmal trifft man auch nicht. Ganz normal. Oh, der wirft jetzt hier noch Bomben. Habe ich es mir doch gedacht. Ja, manchmal kann man auch mit dem Panzer Flugzeuge runterholen. Ist auch schon sehr oft bei mir passiert. Sieht dann sehr witzig aus natürlich. Oh, das war doch ein schöner Kill. Soldat gesichtet! Da drüben, Speer! Busch, da drüben! Na, jetzt ist die Runde eh vorbei. Fast ein Speer! Ja, und das war's auch schon zu Battlefield 1, dem Behemoth, beziehungsweise Char 2C. Ja, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen versorgen, auch mit Tipps rund um den Behemoth. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben sehr freuen, sowie ein Abo von euch. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Ciao Leute, haut rein, bis zum nächsten Mal.